In Eschbach gibt es so viele Esel hier. Was hat das für eine Bewandtnis? Also die wurden anlässlich der 750-Jahr-Feier, die mehr 2004 gefeiert haben, wurden die aufgestellt. Konnte jeder, der in der Wald selbst gestalten. Und ja, früher war das eben so, dass die Ware von der Pur Kuchen runter mit Esel transportiert worden.
Ja, unterwegs auf der Weinstraße haben wir hier einen unglaublichen Radwanderer getroffen hier, der schon viele Kilometer auf dem Sattel verbracht hat. Und wo sind Sie jetzt eingestiegen? Ja, ich komme von Köln aus, bin auf dem Weg durch vier Weingebiete, habe dann das Rheingau abgefahren, dann Hessische Bergstraße und bin dann in Mannheim, Speyer über den Rhein und da in die Pfalz eingestiegen. Und jetzt hier auf der Deutschen Weinstraße Richtung Schweigen-Rechtenbach unterwegs. Ne? Wie hat das denn mit den Übernachtungen immer geklappt hier? Hat man da immer Unterkünfte problemlos gefunden oder gab es auch Schwierigkeiten? Sehr gut, weil eben einfach Vorsaison ist, da ist dann natürlich ruhig und als alleinfahrender Radler habe ich immer eine Möglichkeit und bisher also hier noch nie Pech gehabt. Ne? Ist also immer gut unterzukommen, sehr viele Privatzimmer, auch in den Weinhöfen, auf den Weingütern kann man sehr gut einkehren, ja, wird sehr oft vermietet. Das ist sehr angenehm. Ja. Und wie hat Ihnen die Radstrecke hier speziell auf der Weinstrecke gefallen, hier auf der Weinstraße? Schön, die ist sehr schön, landschaftlich einmalig, in wirklich tolle Gegend. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Und ja, allein das sagt einiges aus, wenn man wiederkommt, ist es schön. Ne? Ja, ist natürlich von der Topografie her ein bisschen anspruchsvoll, weil es also ein ständiges Auf und Ab durch die Weinberge ist und ja, man muss konditionell schon ein bisschen gut dabei sein.